Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Wieder mit dabei der jute Stefan und der nicht so jute Evalator. Ja, moin. Und das wir auch. Haben uns jetzt dazu entschieden, den Hühnerberg sauber zu machen, weil hier hinten doch ein bisschen viele Hühner unterwegs sind, die alle nach da unten fallen. Überall nur und Hühner dann, hier. Die doch nicht mehr nur auf dem Berg hier oben sind, sondern überall. Weil der gute Bite ein bisschen übertrieben ist. So. Wo sind sie denn alle? Also mir auf der Seite sitzt. Ja, wo kommt die denn auf einmal wieder her? Hier war ich doch gerade eben. Hat einen großen Vorteil, wenn ich die mit dem Bogen töte. Du kriegst gleich gebratenes Fleisch. Ja, guck mal, hier sitzen ganz viele auf einem Block. Haben wir irgendwo Schafe, Stefan? Schafe sind nicht vorhanden. Tut mir leid. Die musst du dir erstmal holen. Naja, ich mach mich schon auf den Weg. So, wenn du dem Birkenwald ein bisschen folgst, also von deiner Insel in Richtung meiner Farm gehst und dann weißt ja, da hinten, du, auf welche stoßen. Da hinten. Da, bisschen die Hühner da unten wegsnipen. Sind irgendwo welche. Habe ich schon das erste, aber ich brauche Minimum zwei. Ah, da ist noch eins. Komm mit Schafi Schaf. Ah, weg mit den Huhn da. Ja, ich glaube, das sollten die meisten gewesen sein. Ja, waren sie auch. So, wir wollten bei dir ein Sprungbrett bauen. Ja. Bzw. einfach nur das Angefangene hier fertig bauen. Ich mal kurz was, weil ich was ausprobieren wollte, wie das aussieht. Du das? Ah. Wie wäre es eigentlich mit weißem Material dementsprechend angepasst an deinen Pool? Weißt du, was ich gerade Pool? Weißes Material. Polished Diorit Slabs. Siehste? Schön, wenn man dieselben Gedanken hat. Pisskühe. Okay, können wir kurz schlafen? Nein. Ich bin gerade auf einer geheimen Mission. Oh. Blubbern seine geheimen Mission immer. Oh, wir müssen auf jeden Fall. Ich habe hier bald alle Tiere. Und ihr nicht. Ich brauche nicht alle Tiere. Ja, du musst nicht alle versklaven. Doch. Angefangen mit euch, endet mit den Schweinen. Okay. Vielleicht mache ich das hier doch ein bisschen anders. Ich wollte was sagen, aber das lasse ich jetzt. Ey. Was denn? Nix, nix Falsches sagen. Weiß ich doch nicht. Man sagt ja nichts. Okay, wo haben wir denn hier? Vielleicht doch ein bisschen dicker machen. So. Ja, kann man durchaus machen. Man könnte es auch zweifarbig machen. Weil es ist ja, du wirst ja eh so dick machen dann. So, wie weit soll ich vorgehen? Ein Stückchen noch, zwei. Wir müssen es eigentlich noch eins breiter machen, um noch ein Geländer drauf zu machen. Den Rand können wir in einer anderen Farbe machen. Ich glaube, jetzt bin ich über dem Rand, oder? Oder noch eins davor sogar. Du bist schon ein bisschen weiter wegen der Stütze, die ich hier noch hinbauen will eigentlich. Also noch ein bisschen, okay. Ja, ich guck mal. So, Schafe sind da. Also jetzt fällt man auf jeden Fall ins Wasser, wenn man runterfällt. Also man kann nicht mal daneben springen. Doch, nebendran geht's schon, aber wenn ich jetzt hier so vorlaufe, landet man mittig im Wasser. Sehr schön. Gut, jetzt muss ich mir nur noch für den Rand vielleicht rot nehmen. Wie so, also so Randmarkierung. Ja, das kann man machen. Rot, also ja, okay. Granit. Und hier, ich nehme mal ein bisschen Eisen und mach so diese Gitter als Absperrung so gesehen. Ich hab mir schon die Stütze gemacht. Ja, das hat ungefähr den Look, wie ich ihn haben wollte. Ja, ich muss das ist sehr schön. Das ist schön, ja. Läuft bei dir. Danke.
Vielen Dank. Und auch Tritten aus dem Material. Ich nehme ein paar Tritten mit zum Ausprobieren. Vielleicht mache ich auch den Weg nach oben aus demselben Material, wie ich das Sprungbrett mache, so halt alles so schwimmbadmäßig dann. Hm. Ja, das wäre. Kann man machen. Das von hier oben machen. Ja, nicht so einfach hier, dadurch, dass der dass die Treppe hier ist. Ist sehr eng. Oder was ist das Problem? Na, wie ich die Stütze baue. So. Damit sie nicht zu weit reinragt. Ja. Aber ich habe eine Idee. So, also alles. Ich glaube, das Gitter muss schon bis ganz nach vorne gehen. Wenn es nicht so. So, vielleicht. Muss hier auf jeden Fall eine Granitslab noch hinmachen, damit die Stütze angeschlossen ist. Reicht es eigentlich, wenn ich Wasser unter der Erde mache? Achso, dahin meinst du? Für was? Für Felder? Nein. Aua. Sollte doch eigentlich, oder? Nee, ich glaube, da drunter reicht nicht. Was du machen kannst, ist halt ganz normal machen und dann beim quasi auf den Halbblock eine Slab machen. In den Wasserblock hinein. Dann bleibt das Wasser bestehen und du hast halt trotzdem einen abgeschlossenen Bereich. Ja, das juckt mich ja nicht. Den abgeschlossenen Bereich will ich nicht. Ich will, dass das Plan alles mit Weed zu ist. Ah, mit Weed, okay. Dann so musst du das also an den Seiten machen. Weißt du, ich weiß ja nicht, wie groß dein Feld ist, aber du könntest drumherum halt machen. Schon groß. Das in der Mitte. Nee, also es wächst auch so, aber prinzipiell, wenn du dann einen Block drauf fällst von oben, dann zerstört das Feld halt sofort. Okay, es soll ja eh keine praktikable Farm sein, sondern eine ästhetische. Das Wort hat mir gefehlt. Ja. Aber trotzdem. Ja, ich. Oh nein, Creeper. Schwierig. Au. Das war bei mir. Ist nur Erde weg. Ne, bei mir ist auch einer gewesen. Oh. Der kam gerade so von der Seite angelaufen. Aber bei mir sind immer nur die super seltenen Viecher. Ja, die Creeper meinst du? Stefan so gerne sagt. Nee, nicht die Creeper. Ja, die Mantarochen halt, die fliegenden. Super selten fliegenden Mantarochen. Ja, ja. Hast bestimmt auch noch keinen Phantommembran bekommen. Nee, das. Boah, Alter, der Drop ist Next Level Shit. Hä? Als ob, ich hab zwei von denen getötet, aber zwei Phantommembranen. Hast du nicht bei dem Inside? Ach komm. Wir reden hier gerade etwas ironisch. Ach so. Ja. Das wird gesagt, da war noch, das ist aus Zeiten, da war noch Doxy da. Ach so. Vanilla. Richtig. So. Du musst mir nur sagen. B. Geht da, nicht du. Okay. Beba. C. Musst mir nur sagen, ob die. Warum ist. Sag mal, wie viel Creeper hast du hier eigentlich eingeladen? Ein weniger jetzt. Und einen offenen Keller habe ich jetzt. Warte. Aua! Perfekt. Wurde ich angeschossen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall nehmen wir einen Creeper an. Ob du die Stützen so haben willst wie jetzt, also zwei unterschiedliche oder zwei gleiche? Symmetrisch. Ja, dann muss ich nämlich die eine kurze in eine lange umändern. Ja. Und dann ragt die nämlich direkt aus dem Berg hinaus. Du wirst auch angeschossen, ne? Ah, da unten ist der.
Misty. Ich habe zu wenig Seeds. Das ist ja doof für dich. Ja. Ich baue jetzt hier erstmal einfach Clay hin als Baumaterial, weil davon habe ich gerade eine Menge dabei. So. So. Dahin. Dort. Dann zwei nach oben. Eins nach da, zwei nach oben. So, vielleicht als eine Stützwand hier. Das sieht auch noch was aus, vielleicht. Einsamer Creeper auf einer Insel. Nein! Schaut in die Ferne. In den Sonnenaufgang. Nee. Auch mein Hafen, sorry. Gut, ich hab dir deine Stützen gebaut. Schön. Reicht doch. Ja, da kommt ein Zombie an. Ja, doch, das. Damit kann man arbeiten. Das höre ich gerne. Das sieht aus wie ein Sprungbrett, glaube ich. Ist schwierig zu sagen. Von unten sieht es halt einfach komisch aus. Gerade. Vielleicht von weiter oben, vielleicht von deinem Haus aus. Ja, aber es muss ja auch von unten nach was aussehen. Es muss ja von allen Seiten irgendwie aussehen. Oben fehlt ein von unten fehlt ein bisschen die Tiefe in dem Sprungbrett, also die Unterseite. Hinter dir ist ein Zombie. Ja, Problem. Die Tiefe. Ja, es ist halt flach. Natürlich ist ein Sprungbrett und so weiter, die meistens flach sind, auch unten. Aber es sieht meiner Meinung nach zu flach aus. Man könnte zum Beispiel noch ein paar weiße Slabs dran packen. Genau. In der Mitte, genau. Aber eben nicht komplett bis nach vorne, sondern so ein oder zwei Blöcke. Ich brauche viel mehr Wolle. So vielleicht? Kannst ja bis zu den Stützen direkt, würde ich sagen. Ja, willst du mir gerade noch von beiden Material was mitbringen aus dem Keller? Kann ich machen. Hab nicht so viel dabei gehabt jetzt. Ah, da läuft schon wieder ein Creeper rum, ey. Ich hab ja noch Seeds. Sehr schön. Nice. Das eine ist Diorit und das andere ist Kranz. Warum sind hier so viele Mobs? In meinem Haus stehen auch noch zwei Skelette. Was ist das für ein Geräusch? Ich wollte echt mal anfangen, meine Kisten zu sortieren. Du kämpfst hier. Ja. Bäh. So. So. Das Ganze bekommt deutlich mehr Schwimmbad-Look jetzt. Ja, das allerdings. Du brauchst bitte noch ein... Ja. Ein Booster. Wer braucht was? Du brauchst bitte noch einen Bademeisterturm. Das ist ein Privatschwimmbad. Ja, gar kein trotzdem. Geld dafür. Wenn du ein Sprungbrett hast, brauchst du einen Bademeisterturm. So das will das Gesetz. Welches Gesetz? In meinem Königreich gibt es so ein Gesetz nicht. Doch. Das ist kein öffentliches Schwimmbad, hier dürfen nur bestimmte Leute. So vielleicht? Leute. Ja, ich würde tatsächlich an das Weiße noch zwei dranhängen. Einfach nur damit das ein bisschen ungleichmäßig. Also, es sieht zwar gleichmäßig aus, aber du weißt, was ich meine. So. Ja, genau. So, das Loch kann da auch bleiben. Ist ein bisschen Abenteuer muss dabei sein. Ja, ich muss es von oben flicken, Kinder, komme ich nicht dran. So. Ja, jetzt sieht es nach mehr Tiefe aus. Damit kann man leben. Jetzt brauche ich noch Treppen. Treppen. Also die Zäune als Stützen kann man natürlich auch noch austauschen, wenn man das schon will. Man muss nur überlegen, was.
und was man das austauscht. Nether Bricks zum Beispiel. Das würde dann im roten Farbschema zumindest bleiben. So, so. Gut, dann nicht. Im roten Nether Bricks, was? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Okay. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich hier professionell bauen muss. Habe ich bemerkt. Keine Sorge, mache ich auch nie. Die Zäune. falls du das willst, könnte man die Zäune in Netherbrick-Zäune umbauen. Bleibt halt im etwas röteren Farbschema. Ach so. Und ist halt anders. Achso, du meinst jetzt die Stützen so die gesehen? Die Stützen, ja, genau. Oder es gefällt dir so, dann lässt man es halt so. Ja. Musst du entscheiden. Du hast hier einen Haufen Skelette. Ja, ich höre es auch schon wieder irgendwo rumlaufen. Aber lieber Skelette als wie bei euch da, dass da ein Haufen Creeper sind. Der Weg, wo man langläuft und Creeper spawnen. Das stimmt so nicht. Also auf dem Weg sind echt verhältnismäßig wenig. Ja, nicht als wir letztes Mal da lang gelatscht sind, da kam von jeder Seite irgendwie 7 Creeper. Mit wem warst du da unterwegs? Mit mir. Mit Deber. Ja, ihr seid auch scheiße. Danke dafür. Ich meine, ja, wenn Byte dabei gewesen wäre, okay, dann hätte ich verstanden. Das ja dann wäre es ja dreimal so viel gewesen. Wahrscheinlich. Was sagen der Garten? Hab ich ja auch. Sieht immer noch ganz gut aus. So, die hatte ich Treppe braucht ein bisschen mehr Äpfel? Tiefe. Als ob ich schon wieder nicht genügend Blöcke habe. Dann wird jetzt halt geschummelt. Es fällt niemandem weißt du, auf. Fällst du? Was ist? Nee, was Flubbers denn für komische Anfälle hat. So, weil ich gesagt habe, es wird geschummelt. Nicht etwa. Achso. So geht es aber nicht, Minion. Ey! So sieht es auch besser aus, oder jetzt hat die Treppe so einen Block noch unten drunter dazu gekriegt. Jetzt müssen wir nur noch hier oben irgendwie diesen Zaun Achso, ja. Anschließen. Ja, du so eine kleine Sicherheitszone noch hier drumherum. So in Rot. Soll ich hier noch einen roten Streifen mitmachen? So prinzipiell ja. Das wäre so die Idee gewesen. Also ziehe ich den roten Streifen mit. Erstmal schon, ja. Ich meine, der eine Zaun ist halt direkt im Berg quasi verankert, muss halt so, damit es gleich ist. Ja. Bisschen den Berg wegmachen hier an der Stelle. So, ich wollte das Wolle irgendwo noch einsortieren und das Banner, wo kann ich denn das Banner hinhängen? Das ist die Frage, will ich diese Sicherheitszone unter der Treppe haben oder möchte ich die, dass die über die Treppe drüber geht so? Ja, ist eine Sicherheitszone, die muss schon drüber sein, sonst ist sie ja nicht sicher. Wenn sie darunter ist, kannst du ja einfach drüber laufen. Ja, aber ich kann ja jetzt auch noch hier so Gitter hinmachen. Richtig, das kannst du machen. Oder Zäune in derselben Vorrichtung, Farbe wie die. Ich hab fast schon überlegt, ob ich hier so ein Glas hin mache. Kennst du es bei beim Schwimmbad auf der Rutsche oben? Ist so oft so eine Plexiglasscheibe. Ja. Dass die Mütter ihre Kinder beobachten können noch. Ich glaube, dafür ist die gedacht. Alles klar. Ich glaube, das ist für andere Dinge gedacht. Aber, nee. Soll ich hier so eine. Du kannst hier so eine zwei breite Glaswand machen, kannst du runtergucken. Müsste ich hier noch so ein Ding hinmachen, ne? Richtig, und dann vielleicht Zäune nach unten ziehen. Mit den Treppen wäre ich aber blöd. Also, wenn du nicht zwei nach oben machst, dann geht das. Oder du machst feste Blöcke halt rein. Hier auch. Dann halt zweimal Glas.
oder viermal insgesamt. Ja, vier Glas rein, dann. Am besten Glas-Panels. Ja, genau. Ich glaube, da habe ich auch noch welche im Lager liegen. Genau, und hier machen wir jetzt. Ich habe sogar noch welche hin. Der Flug hätte auch noch Glas-Panels. Die wollen wir nicht. Okay. Sorry, Bitch. Dann möchtest du ja auch ganz hier runterziehen. Der Baum hier muss weg. Wird es gerade schon wieder Nacht? Ja. Was soll das? Warum ist die ganze Zeit Nacht? Weil Minecraft nicht will, dass du was baust. In der Zwischenzeit ist auch das Huhn auf dem Dach bei mir erwachsen geworden und das ist gestorben. Oh. Du kümmerst dich sehr gut um deine Tiere. Das ist nicht mein Tier, das ist ein wildes Tier, was schlecht für die Natur war. Ich glaube, die waren zu viel. Ich bin mir nicht sicher, wie sieht das aus? Ah. So, das muss ja aber noch ein Stückchen weiter hier runter. Ich habe schon überlegt, ob man statt diesen Halbblöcken vielleicht noch Treppen drauf macht, die nach oben zeigen. Ja. Ich weiß nicht, wie es halt aussieht dann am Ende. Ich glaube, die Treppen sind ein bisschen hoch, oder? Meinst du Barrikaden gerade? Ja. So, hier habe ich jetzt noch so eine schöne Mauer hin. Und dann muss noch rechts auch noch. Richtig. Gemauert werden. Safety first. Safety first. Immer den Schutzhelm tragen, bei, wenn du auf dem, vom Sprungbrett springst. Und Arbeitsschutzschuhe. Und eine Arbeitshose. So, die Slaps hier noch einbauen. Arbeitsschutzschuhe. Ja. Hör ich jetzt aber auch zum ersten Mal. Jetzt. Warum die schützen vor der Arbeit? Ah, so sind die gedacht. Ja. Ja. Die hast du an, wenn du keine Arbeit machen kannst. Ja, so wie wenn du dir dein Bein brichst zum Beispiel. Genau, das sind Arbeitsschutzschuhe. Genau. Alles klar, gut. Schön zu wissen, da muss ich mir da auch mal solche besorgen. Und wenn du magst, kannst du da auch Stahleinlagen noch reinmachen. Nee, dann sind es Sicherheitsschuhe. Nein, nein, nein. Arbeitssicherheitsschutzschuhe. Dann sind es Arbeitsschutzsicherheitsschuhe. Ja, und ich bin der Dalai Lama. Okay. Wow. Von mir aus. Die Weisheit des Tages. Stefan Sting. Schöne Weisheit. Geht eigentlich. Ja, weißt du, die musste ein bisschen aufbauen. Die Spannung. Ach, nö. Doch, so, es ist alles weg, das. Guck mal, so ein Riesenloch hier jetzt ist, wo der Creeper gerade explodiert ist. Vor allem, wie du meilenweit weg von ihm standest. Ja. Och, ich habe hier gerade die komplette Mauer erst gebaut, gell, das musst du nochmal bauen. Mann, ich mach mal gucken. Boah. Es ist, deine Redstone ist aber gerade so noch stehen geblieben. Ist ja auch, Arbeitsschutz-Redstone. Ja. Hier war einfach nur natürliches Erde, ne? Natürlicher Dreck war hier drauf. Natürlich Dreck. Aua. Oh, hi. Wo kommst du denn her und warum ignorierst du mich? Die Monster sind hier schon merkwürdig. Ja, die mögen mich nicht, ne? Ich glaube, so ist in Ordnung, wenn da immer wieder Gras drüber gewachsen ist. So, muss ich jetzt die komplette rechte Wand noch rot machen? Oder passt das? Also kann man. Auf jeden Fall einen Block. Ich hab hier wieder so ein schwules Phantom. Hast du was gegen Schwule? Oder gegen Phantoms? Gegen Phantoms, ja. Hab ich einen Bogen. Der hilft ganz gut. Okay, gerade so. Gerade so gerettet. So, ich muss mal ein paar Zäune machen hier. Ja, wir müssen auch noch uns gleich um die Beleuchtung von dem ganzen Ding hier kümmern. Ja, das ist deine Sache. Damit wir dann nichts mehr am Hut haben. Das ist dann zu viel Arbeit.
Als ob ich schon wieder keine von diesen roten Blöcken dabei habe. Ja, ich bring dir ja gleich welche. Ja, ich hol schon. Okay. Aber guck mal, jetzt regnet es und es ist Nacht. Wollen wir nicht schlafen gehen? Hä? Von mir aus können wir jetzt schlafen gehen. Ihr habt einfach nichts gesagt. Wir können aber auch Folge beenden. Oh, wir können die Folge beenden. Ja, das ist aber. Nein, ist auch noch ziemlich früh. Ah, ist ziemlich früh. Nichts ziemlich früh. Passt, wir gehen jetzt schlafen. Okay. Schön, beenden dass die Folge. Ihr einer Meinung seid. Dann gehen wir mal lang. Dann gehen wir mal schlafen. Ich gehe in Höchstgeschwindigkeit zum Bett. Ich liege schon im Bett. Ja, ich bin auf dem Weg. Das Bett ist leider im ersten Stock. Soll ich nochmal umstellen in den zweiten? Und das Dach direkt. So langsam kann es nicht mal du sein. Na, ich sehe ihn noch nicht. Ah, da kommt er gerade die Treppe hoch. Er ist gleich beim Bett. Ich drücke durchgängig W. Das stimmt. So, ich muss. Okay, ich schlafe diesmal unten. Ah. So. Ich meine, war es schon das letzte Mal so. Ja, ich wollte eigentlich gerade noch die Leiter nach oben gehen. Guck mal, jetzt haben wir geschlafen und die Folge läuft immer noch. Krass, ne? Naja, aber dann würde ich sagen, nächste Folge wird hier die Wand noch fertig gemacht, wird noch ein bisschen Beleuchtung eingebaut und dann kümmern wir uns um irgendwas Tolles anderes noch, was wir bauen können, oder? Bestimmt. Bestimmt. Also, dann bedanken wir uns vielmals wieder fürs Zuschauen. Immer mal schön bei der Pixelstube unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Oder wenn ihr bei der Pixelstube seid, bei mir vorbeischauen. Ausnahmsweise, ja. Ausnahmsweise, ja. Könnt ihr mal machen. Wurde von Amt Flubber genehmigt. Richtig. Schaut einfach bei jedem vorbei, der irgendwie irgendwo verlinkt ist. Wird schon passen. Genau. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.